drei soll einer sein? Einer drei? Die Dreieinigkeit ist wirklich alles andere als einfältig, aber so kompliziert zu verstehen, wie es manche suggerieren, ist sie auch wieder nicht. Ich will versuchen, das zu erklären. Neulich habe ich am See einen Mann getroffen. Er saß mit zwei Kindern im Sandkasten und spielte. Er sah mich an, grüßte und ich war verwirrt. Er kannte mich offenbar. Ich kannte das Gesicht auch, aber ich hatte keine Ahnung woher. Und dann dämmerte es mir plötzlich. Es war mein Bankberater. Aber so im Hawaii-Hemd, ohne Krawatte, ohne Schalter zwischen uns, hätte ich ihn gar nicht erkannt. Und ich bin sicher, hätte ich ihn am Abend in einer Turnhalle mit seinen Freunden Basketball spielen sehen. Ich hätte wieder zweimal hinsehen müssen, um ihn zu erkennen. Leute sehen in einem anderen Umfeld einfach anders aus. Klar, ob einer privat unterwegs ist oder im Dienst, ob einer locker drauf ist oder im Stress, auch mit wem jemand unterwegs ist, das verändert einen Menschen. Manchmal ist er der Helge und manchmal Herr Müller und manchmal heißt er plötzlich Papi. Und immer wieder wollen die Leute auch was anderes von ihm. Die einen wollen mit ihm in Urlaub, die anderen einen Kredit und die dritten spielen. Und er kann auch alles, obwohl er doch im Kern immer der gleiche bleibt, oder? Es ist derselbe Mann, von dem wir reden und doch erscheint er uns immer wieder unterschiedlich. Und so ist das mit der Dreieinigkeit. Wir nehmen verschiedene Seiten Gottes wahr. Wir reden mit unterschiedlichen Namen von ihm. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Aber er ist immer der gleiche. Tatsächlich gab es Gott, den Vater und Schöpfer, noch nie ohne die beiden anderen. Schon im Schöpfungsbericht, im ersten Kapitel der Bibel steht, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Jesus Christus sagt über sich im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins. Und Paulus betont im Epheserbrief, dass Christus, Zitat, der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist. Er war also auch am Anfang da. Ach ja, Johannes in seinem Evangelium ist das auch ganz wichtig. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes 1, Vers 1. Und dieses Wort ist ganz klar Jesus. Gut, Jesus ist all die Jahrhunderte dann erstmal nicht mehr aufgetaucht bis zu seiner leiblichen Geburt an Weihnachten. Aber er war immer da, weil Gott immer da war. Und wir heute? Jesus können wir nicht mehr erleben und sehen wie die Jünger damals. Dafür hat Jesus uns ja den Heiligen Geist geschickt, als eine andere Seite seiner selbst. Und er ist seither da, Gottes Gegenwart bei uns und auch in uns. Aber es ist immer noch derselbe, der in Jesus Christus auf dieser Erde war und der die Welt erschaffen hat. Woran sehen wir das? Daran, dass alle diese drei Seiten Gottes nur eines wollen. Die Liebe Gottes vermitteln und seinen Willen zur Gemeinschaft der Menschen mit Gott und der Menschen untereinander. Gott ist ja in sich selbst schon eine muntere Gemeinschaft. Und das, dass bei Gott die Gleichung 1 gleich 3 stimmt, das feiern wir am Sonntag nach Pfingsten, dem Sonntag Trinitatis, zu Deutsch Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Frohes Fest mit diesem dreieinigen Segenswunsch.